Trainer live. Worüber Österreich heute spricht, was unser Land bewegt. Fellner, unabhängig, unparteiisch und wirklich kritisch. Fellner live. Beate Hartinger-Klein, die Sozialministerin zum 12-Stunden-Tag der AUVA und der EU-Ratspräsidentschaft von Österreich. Ja, willkommen bei Fellner live. Heute mit einem ganz besonderen Interview, auf das viele warten. Es ist ein Interview mit Seltenheitswert, denn sie spricht nicht sehr oft, die Frau Minister. Bei mir zu Gast heute die Ministerin mit dem mit Abstand größten Ressort, aber auch die umstrittenste Ministerin dieser Regierung, Frau Minister Hartinger-Klein. Grüß Gott, danke fürs Kommen, danke, dass Sie gekommen sind. Für mich ja die Ministerin der Herzen, aber immer mehr sagen Sie, sind die Ministerin der Schmerzen. Ja? Sind Sie noch die Ministerin der Herzen? Absolut bin ich noch die Ministerin der Herzen. Ich habe die meisten Reformen umzusetzen, die natürlich manche Pfründe, sage ich einmal, ins Eingemachte gehen. Und das ist natürlich für manche Schmerzen, aber nicht für mich. Ich bin ja Fan von Ihnen, das wissen Sie, unter danke anderem, vielmals, weil Sie immer so gut gelaunt sind. Aber ich habe irgendwie schon langsam den Eindruck, ich bin der einzige Fan, den es noch gibt, den Sie haben, zumindest im Journalismus. Weil wenn ich da derzeit so die Kommentare lese, also zum Beispiel Standard, Erik Frey, die Katastrophenministerin, die schwächste Ministerin, ausgerechnet im größten Ressort, völlig ungeeignet für den Job, Tiefpunkt in der Kommunikation, jeder Auftritt von ihr ist Kommunikation zum Fürchten, schreibt der Herr Frey. Was ist denn da los? Verstehen die Journalisten sie nicht oder... Sind sie wirklich gescheitert? Also ich bin nicht gescheitert, ich bin am Beginn der Reformen. Ich werde diese Reformen auch umsetzen, auch wenn es manche schmerzt, mich schmerzt es nicht. Dass das eine Herausforderung auch für den Journalismus ist und dass das eine gewisse Art von Dirty Campaigning ist, wir sagen nur immer Silberstein-Methoden. Was ist die Herausforderung für den Journalismus in Ihrer Person? Ich glaube, dass der Journalismus mehr ethische Grundlagen bräuchte und hier eine entsprechende ethische Grundlage, die bedeutet, dass mehr Neutralität und das, was die Sache ist, zu berichten und nicht Dirty Campaigning zu betreiben. Jetzt muss man sagen, jetzt gehen alle auf Sie los wie der Hund auf die Knackwurst eigentlich. Ja? Warum? Warum sind die alle gegen Sie? Das muss ja einen Grund haben. Es ist ganz klar, Reformen bedeuten Veränderung. Veränderung schmerzt. Schmerzt bei manchen, schmerzt bei den Sozialdemokraten, bei der Gewerkschaft. Da geht es um Pfründe, die zu verteidigen sind, dass das manchen nicht passt und dass ich da angegriffen werde. Ist ja, aber normal. Journalisten finden ja Reformen normalerweise gut. Naja, Journalisten werden also auch von der Opposition entsprechend gebrieft und oft auch falsch gebrieft, weil sie natürlich also, auf die Opposition in dem Fall hören und nicht also auf das, was ich sage. Frau Minister, wie ist denn das? Sie haben ja das schwerste Ressort, muss man sagen. 34% des Regierungsprogramms beschäftigen sich mit Ihrem Ressort. Das ist ja Wahnsinn. Das heißt, Sie stemmen mehr als ein Drittel dieser, was ist das, 12 Mann oder mehr als 12 Mann Regierung alleine. Das ist richtig, ja. 64 Milliarden Euro, habe ich gelesen, sind in Ihrer Hand, im wahrsten Sinne des Wortes. Können Sie da überhaupt noch schlafen? Also ich meine. Der Ärztekammerpräsident hat zu mir gesagt, die mächtigste Frau Österreichs. Ja, der Ärztekammerpräsident. Der Ärztekammerpräsident. Mächtigste Frau Österreichs. Ja, genau. Ja? Ja, natürlich. Es ist eine ganz, ganz große Verantwortung, die ich aber gerne wahrnehme. Und wissen Sie, wenn die Menschen auf der Straße mich ansprechen und sagen, Frau Minister, tun Sie weiter, halten Sie durch und so weiter, das ist für mich genug Ansporn. Die tun das. Die sprechen Sie auf der Straße. Die sprechen mich an auf der Straße und sagen mir das. Und das ist genug, sage ich mal, positive Energie, die ich dann von den Menschen und von den Bürgerinnen und Bürgern und bekomme. Und da kommt niemand zu Ihnen und sagt, was für einen Blödsinn machen Sie da, Frau Minister? Schauen Sie, wenn ich auf der Gewerkschaftstagung natürlich beim ÖGB war, dann sind natürlich, wurde ich ausgepfiffen etc., aber auch das gehört zu meinem Job. Ich habe gesagt, ich bin auch eure Sozialministerin, ich stehe dazu. Und ich habe mich also in der Gewerkschaft gestellt. Ja? Alle anderen Minister sind ja nicht hingegangen. Das ist ja das Tolle, Sie stellen sich auch genau in diesem Interview. Genau. Jetzt muss man, egal wie man zu Ihnen steht, muss man sagen, das ist ja wahnwitzig nahezu. Sie haben in einem halben Jahr eine Reform aufgestellt, die dieses Land ja seit der Zweiten Republik nicht zusammengebracht hat. Genau. Also zumindest zwei Jahrzehnte wird ja daran irgendwie herumgedoktert. Und Sie haben in einem halben Jahr wie Rambo, muss man sagen, obwohl Sie ja Rambo nicht unbedingt ähnlich sehen,
diese Sozialversicherungen zusammengeslasht von 21 auf 5. Genau. Das war eine große Ansage, aber jetzt ist die Luft irgendwie raus aus dem Ballon, oder? Absolut ist die Luft nicht heraus, sondern im Gegenteil. Die Gesetze, die Logistik wird jetzt vorbereitet. Das wird also im Herbst in Begutachtung gehen und mit 1.1. also wird das alles umgesetzt. Und was wird jetzt umgesetzt? Die Fusionierung von 21 Trägern, wie Sie gesagt haben, auf 4 oder 5, weil eines ist ja noch in Frage. Genau. Aber die anderen Sachen sind Ihrer Meinung nach auf Schiene? Die sind alles auf Schiene. Die Legisten arbeiten mit Hochdruck daran, dass also im Herbst also das Gesetz zur Begutachtung gehen kann. Und dann werden wir also die Details diskutieren. Also die 21 Kassen sind mit 1. Jänner Geschichte? Ja, richtig, genau. Und dann wird es 4 geben oder 5? Genau. Und da darf ich jetzt warum muss man das auch, man muss den Menschen vielleicht auch erklären, warum das so ist, weil wir hier Strukturveränderungen brauchen. Hier geht es um Einsparungen nicht für den Bürger. Die Leistungen sollen harmonisiert werden. Es ist derzeit so, dass viele Menschen, egal ob sie im Burgenland oder in Vorarlberg leben, unterschiedliche medizinische Leistungen bekommen. Und das möchten wir nicht. Wir wollen medizinische gleiche Leistungen für alle Österreicher haben. Und dafür muss man das zusammenslashen? Dafür muss man das zusammenlegen. Ja, aber Sie wollen ja auch Geld einsparen, weil Sie haben irgendwie gesagt, 1 Milliarde sparen Sie ein bis 2023. Es geht um Rationalisierung. Das heißt, dieses Geld soll den Menschen wieder zur Verfügung gestellt werden. Es soll nicht also irgendwo versanden, sondern wirklich den Menschen zugutekommen. Durch die Strukturveränderungen habe ich die Möglichkeit, den Menschen mehr und eine bessere Gesundheitsleistung zu geben. Na, wenn ich fragen darf, wenn Sie 1 Milliarde einsparen, wo kommt es dann den Menschen zugute, diese Milliarde? Dass wir nach den medizinischen Standards die medizinischen Leistungen verbessern. Der Oberste Sanitätsrat hat jetzt den Auftrag, hier die medizinischen Leistungen zu evaluieren und zu schauen, was medizinischer Standard ist. Das heißt, was Ihr Hausarzt, was Ihr einzelner Facharzt entsprechende Leistungen anbieten soll. Und das wird entsprechend vorbereitet. Das heißt, es wird mehr ärztliche Leistungen geben. Es wird mehr geben. Ärztliche Leistungen um 1 Milliarde. Und die Ärzte werden auch mehr Zeit für den Menschen haben. Es ist, wie Sie wissen, haben die Ärzte Quantität zu arbeiten und nicht nach Qualität. Darüber reden wir gleich, weil da sind Sie ja derzeit auch voll dran, ja, und haben ja da schon Roundtables etc. gemacht. Mehr Zeit. Aber lass uns zuerst einmal über die Krankenkassen reden. Also Sie sagen, 4 sind einmal auf Schiene und da wird nicht lange herumdiskutiert. Aber um eine fliegen ja die Fetzen, das ist die AUVA und die müsste ja fast ein bisschen schon Ihnen auf die Nerven gehen, weil ich nehme an, einen Gutteil des Tages verbringen Sie derzeit mit der AUVA-Diskussion beziehungsweise mit der AUVA-Reform. Ja? Jetzt ist da Papier aufgetaucht, die AUVA muss Ihrer Meinung nach 500 Millionen Euro einsparen. Dann hat es das Papier gegeben, wie Sie das einsparen. Wird gesagt, völliger Unsinn, Sie kennen das Papier gar nicht. Haben Sie es mittlerweile schon lesen können, das Papier? Im Regierungsprogramm steht also diese Einsparung von 500 Millionen. Also das ist nicht von mir gekommen, muss ich auch dazu sagen. Jetzt ist es Aufgabe seitens der AVA, entsprechende Konzepte vorzulegen. Und ich habe auch mit ganz klarer Deutlichkeit gesagt, diese Einsparungen können nicht auf Kosten der Versicherten also kommen. Das heißt, jeder muss weiter unfallversichert sein. Es soll kein UKH geschlossen werden. Traumazentren etc. schon diese teilweise. Die UKHs sollen in Traumazentren umstrukturiert werden, das ja, weil Sie müssen sich vorstellen, ein Arbeitsunfall ist heute anders als früher. Ich brauche nicht nur den Unfallchirurgen, sondern ich brauche einen Allgemeinchirurgen, ich brauche einen Neurochirurgen, deswegen brauche ich Traumanetzwerke, die sollen verbessert werden, das ist mir auch ganz, ganz wichtig. Das heißt, also es soll eine bessere Leistung durch eine mehr Qualität kommen und es soll vor allem jeder Österreicher natürlich weiter unfallversichert sein. Es ist nur die Frage, brauche ich die Hülle der AUVA? Das ist die Frage und das werden wir jetzt diskutieren. Das ist die Frage aller Fragen, nicht? Da gibt es eine Deadline, 31. August. Und dann geht das Hartinger kleinen Fallbeil runter, oder? Das Fallbeil, und so der Kopf der AVA ist ab. Schauen Sie, es geht also nicht um Köpfe, ja? Es geht um die Struktur für die Menschen, ja? Die ich so sichern möchte. Wir müssen uns weiterhin eine Unfallversicherung leisten können und das ist das Thema. Aber Sie sind ja von der AVA nicht wirklich begeistert, ne? Ich glaube, das ist bekannt, ne? Oder? Da würde ich jetzt nicht in unseren bemühen sich mittlerweile. Schon. Bemühen sich mittlerweile. Ja. Das heißt, denen haben sie irgendwie Beine gemacht oder was? Weil das haben sie gesagt, Monaten aber man ich, könnte es so vor ein paar Monaten habe ich sie ja noch völlig anders erlebt. Schauen Sie, da waren ab sie und zu ja der muss Meinung, Druck. Da waren sie ja der Meinung, die AVA ist eine mehr oder weniger verkrustete Anstalt,
die mehr oder weniger rettungslos verloren ist. Ab und zu muss man Druck machen. Nicht reformfähig, haben Sie mir mal gesagt. Ja, das ist richtig. Ab und zu muss man Druck machen, damit sich die Menschen bewegen. Das heißt, Sie haben Druck gemacht und Ihrer Meinung nach schauen wir mal. Rufen also die Direktoren wir sind, jetzt nur so durch die Gegend. Bitte? Wir sind dabei in einem Gespräch, also das zu diskutieren. Na, und wissen wir jetzt schon, was mit dem Geheimpapier der 500 Millionen ist? Hat das irgendein Irrer verfasst oder haben das die Direktoren dort verfasst oder hat es vielleicht sogar ein Experte verfasst? Wo kommt das her? Das, ich weiß es nicht, woher das kommt. Also mir liegt das in dieser Form nicht vor. Noch immer nicht. Und Einsparungen noch einmal auf Kosten der Versicherten wird es mit mir nicht geben. Aber die Kopie weder haben Sie sich angeschaut. Weder eine Privatisierung. Ja, ich habe mich sehr gewundert, weil eine Privatisierung von UKHs kommt für mich auch nicht in Frage. Die da drinnen steht die teilweise. Die da drinnen steht. Ja. Und das lehnen Sie strikt ab. Das lehne ich strikt ab. Also das muss irgendein Schwachkopf. Das obliegt Ihrer vermutlich ein Direktor, um es einmal so das zu sagen. Das obliegt Ihrer journalistischen Meinung, da möchte ich mich nicht äußern. Aber irgendeiner muss das ja verfasst haben, weil also, als Journalist hat er diese Details. Gut. Aber Sie sagen, das, was da drinnen steht, das kommt nicht. Es gibt ganz sicher keine Privatisierung der Spitäler. Der UKHs. Es gibt jetzt ja zwei Alternativen. Entweder die AVA ist so reformfähig, wie Sie das haben wollen, genau. Dann bleibt sie, richtig? Ja. Spart 500 Millionen ein, aber nicht durch Privatisierung der UKHs. Genau so ist sondern es. In der Verwaltung. In der Verwaltung, in den anderen Strukturen. Das werden wir herausarbeiten. Ja? Oder aber die schaffen das nicht, die 500 einzusparen und sind nach wie vor der Meinung, dass sie ihre Spitäler privatisieren müssen. Dann passiert was? Nein, die Spitäler werden nicht privatisiert. Sag ich ja, dann passiert also dann, was. Ja, dann wird die AVA als Hülle aufgelöst. In die österreichische Gesundheitskasse und in die Pensionsversicherung. Das heißt, sie kommt dann in die österreichische Gesundheitskasse hinein. Die Sachleistungen bei der österreichischen Gesundheitskasse und die Pensions- oder Rentenleistungen. Und es werden also dann nur vier Versicherungen sein. Dann werden es nur vier Versicherungen. Das heißt, die AUVA verschwindet. Genau. Und wäre das nicht die bessere Lösung? Weil dann ist es eine Gesundheitskasse und man kennt sie wenigstens aus. Es außer, bereits, dass man eh weiß, dass die Beamten immer extra Würstel haben in dem Land. Es gibt bereits natürlich Sozialversicherungsträger, die alle drei Sparten haben, eine Kranken-, Unfall- und Pensionsversicherung. Das gibt es auch, ja. Und wäre das nicht sinnvoller, das gleich so zu machen? Würde Ihnen das nicht eh besser gefallen, die AVA aufzulösen und in die Gesundheitskasse gleich zu integrieren? Man muss die Strukturen ja genau anschauen. Oder konsequenter zumindest. Es wäre konsequenter, da gebe ich Ihnen recht. Aber Systeme, sage ich ja mal, reformiert man dann, wenn es wirklich sinnvoll ist. Und das wollen wir also noch in dem Monat diskutieren. Aber Frau Ministerin, ich habe Sie richtig verstanden. Sie sind mit der Reaktion der Direktoren der AUVA sehr zufrieden und glauben, dass sich die auf einem guten Weg befinden, dass das am 31. August in Wohlgefallen endet. Ich habe sehr zufrieden. Ich habe gesagt, sie bewegen sich. Sie bewegen sich, ja. Und das heißt, sie sind durchaus optimistisch, dass sich das am 31. August in Wohlgefallen auflösen kann. So optimistisch würde ich es noch nicht sehen, nicht. Aber wir sind dran, also eine Lösung zu finden, sagen das wir mal heißt, so. Das heißt, es ist noch immer 50-50. Richtig. Open End. Richtig. Aber am 1. September wissen wir es oder wie lange dauert dann Ihre Entscheidungsfrist? Die Frist, also steht also mit 31. August, also wird eine Entscheidung fallen. Und dann brauchen Sie noch ein paar Tage, um das zu evaluieren? Oder nein, muss dann ist es klar, ja, also in welche Richtung wir gehen wollen. Ja. Mhm. Und wenn ich tippe, es geht eher in Richtung Gesundheitskasse? Ich würde nicht tippen an Ihrer Stelle. Versteht. Dann habe ich das Geld verspielt. Die 2 Euro, die ich mit Ihnen wetten tue. 50-50. Wetten tue ich nicht. Das heißt, aber Sie glauben, so oder so steht das Ganze mit 1. Jänner. Insgesamt meinen Sie? Genau, ja. Das Gesamtwerk. Ja. Inklusive neuen AVA. Ja. Das heißt, das ist kein Getöse, das Sie dort derzeit veranstalten, sondern es ist tatsächlich am 1. Jänner umsetzfähig. Absolut. Und was wird man dann merken? Ad hoc wird man nicht gleich etwas merken, außer, sage ich einmal, ad hoc am 1.1. Das ist ja ein Ziel, dass man nichts merkt. Ein Überleitungsausschuss, die müssen ja Gremien neu aufgestellt werden, neu gebildet werden, eine neue Selbstverwaltung kommen. Also das dauert schon, das ist schon ein Prozess. Das kann ich nicht einfach in den Schalter umlegen und sagen, so und jetzt haben wir sofort ein neues Management und die sind alle sofort fusioniert in 4 oder 5 Kassen. Das geht nicht von heute auf morgen. Aber man kriegt dann neue Kasse, nicht? Also ich bin nicht mehr bei der Wiener Gebietskrankenkasse. Nein, Sie sind dann bei der österreichischen Gesundheitskasse. Das kriege ich mitgeteilt von Wiener Ihnen per Mail oder wie kriege ich das? Brauche ich eine neue E-Card vermutlich? Nein, brauchen Sie nicht. Wieso? Da steht die WGKK. Ja, bei der neuen E-Card, die Sie dann einmal bekommen wird umstehen Wiener Landesstelle.
Aber im Prinzip kriege ich keine neue E-Card im 1. Jänner. Nein. Das heißt, es bleibt falsch oben stehen, aber ich gehöre zur Gesundheitskasse genau, dazu. Genau, richtig. Und das Ganze wird funktionieren, weil alle Journalisten wetten ja, es wird nicht funktionieren. Ich weiß nicht, warum alle so, sage ich mal, Katastrophen voraussehen können. Ja, ich sehe sie nicht. Sie sind ja eigentlich ein positiver Geist, nicht? Eine, ich bin ein positiver eine Optimistin. Und absolut. Und ich bin überzeugt davon. Ich war lange genug in der Sozialversicherung. Ich weiß, dass das der richtige Schritt für die Versicherten ist. Jetzt müssen Sie ja dieses Wahnsinns-Gesundheitsressort stemmen. Ja? Aufs Sozialministerium kommen wir mal gleich. Also das wäre ja an und für sich schon genug Arbeit. Weil daran verzweifeln ja ganze Landesräte und auch schon frühere Minister. Wir haben ja wahrscheinlich zu viele Spitäler in Österreich, oder? Wie sehen Sie das? Die Krankenhaushäufigkeit ist international gesehen sehr groß in Österreich. Das ist richtig. Auch hier müssen Reformen angegangen. Der Steiermark, also immer, sage ich einmal, das Bundesland, was ja auch aus 21 oder 23 Spitäler, die die jetzt haben, also auch reduzieren möchte und in Verbünden zusammenarbeiten möchte. Auch da geht man neue Wege. Und teilweise sind die Landespolitiker sehr, sehr gut unterwegs. Ja, aber das wird Sie ja zum absoluten Todfeind jedes Landeshauptmanns machen, ne? Wann Sie anfangen, da regionale Spitäler zu schließen. Da kann ich das mir ja vorstellen, dass da los... Aufgabe. Das sind ist ja die ersten, Sache, das sind wissen. Ja die ersten Kritikpunkte, die Ihnen der Herr Wallner um die Ohren geschmissen hat. Vermutlich ja nur eine erste Aufwärmrunde mit dem, was Sie dann erwartet. Ne? Ich glaube, der Herr Landeshauptmann Wallner hat generell die ganze Regierung gemeint, wo er nicht so zufrieden ist, aus verschiedensten Gründen. Ja, aber Sie haben ernsthaft vor, dieses Spitäler-Wirrwarr, das wir in Österreich teilweise haben, vom Rechnungshof hundertfach kritisiert, zu beginnen zu reformieren? Zuerst wollen wir die Sozialversicherung reformieren. Genau, ist der erste Schritt. Und an zweiter Stelle kommen dann die Krankenanstalten, die man gemeinsam mit den Ländern sicher diskutieren muss. Es wird weniger Spitäler geben, dafür größere und modernere, habe ich es richtig verstanden? Ja, und es wird sogenannte Primary Healthcare Center, also Primärversorgungseinheiten, wie sie beispielsweise in Enns haben, also in Oberösterreich, wo alle Ärzte zusammen, also drei, vier Allgemeinmediziner, gemeinsam mit Fachärzten, gemeinsam mit Logo, Psychotherapeuten etc., auch eine Apotheke in einem Zentrum vorhanden sind und dort also die Menschen betreuen. Also wir haben Ihrer Meinung nach zu viele Spitäler, haben wir zu wenig Ärzte? Nein, wir haben auch nicht zu wenig Ärzte. Auch das, sage ich einmal, wird immer falsch kolportiert. Drehen Sie also mit der Medizinuni. Es werden genug Ärzte ausgebildet. Die Herausforderung ist für also uns hier nur... Also wir haben zu viele Ärzte eigentlich. Nein, das nicht. Die Herausforderung genau ist es richtig, nur, die Ärzte in Österreich zu behalten, dass sie nicht nach Deutschland oder in andere Staaten abwandern. Also das ist unsere Herausforderung. Deshalb müssen wir den Ärzten auch Anreize bieten, hier in Österreich zu bleiben, dass sie genug, sage ich einmal, verdienen, dass sie genug eine schöne Arbeitswelt auch haben, eben nicht auf Quantität zu gehen, sondern die Qualität, dass sie mit den Patienten sprechen können. Das ist ja Ihre große Ansage des letzten Monats gewesen. Damit sie zu wenig Wartezeiten, die Qualität der Ärztezentren oder Ärztepraxen zu verbessern. Zu verbessern, deswegen, dass sie mehr Zeit für den... Außer durch Beten am Abend, nein, was Sie hoffentlich tun in Ihrem Ressort. Sie sollen also entsprechend mehr Zeit mit den Patienten verbringen können. Und das will jeder Arzt, weil der wollte ja mit ihnen sprechen. Also der will nicht, sage ich einmal, nur ein Rezept verordnen, sondern er möchte wirklich wissen, wo sind Ihre Probleme, was sind die Ursachen im Rahmen einer also entsprechenden Anamnese. Die Ärzte sollen mehr Zeit haben Die Ärzte sollen mehr Zeit für den Patienten haben. Und wie geht das, wenn ich das fragen darf? Indem er entsprechend wie schafft Anreize das eine Ministerin? Durch die Gesamtverträge. Die Gesamtverträge, die neue österreichische Gesundheitskasse beispielsweise macht, hier müssen Anreize geschafft werden. Das heißt, zwischen der Gesundheitskasse und den Ärztekammern oder der Ärzteschaft wird es neue Verträge geben? Wird es neue Verträge mit geben? Mit 1. Jänner bereits? Nein, nicht gleich mit 1. Jänner. Auch das ist ein Prozess. Aha. Aber das wird es geben, dass wirklich mehr Zeit für den Patienten da ist. Das heißt, Sie werden mit diesen Gesundheitskassen auch gleich die ganze Ärzteschaft reformieren? Ich werde nicht die Ärzteschaft reformieren, sondern ich werde Ihnen die Möglichkeit geben, mehr Anreize zu haben, dass Ihr Job wirklich das ist, was Sie gelernt haben und wofür Sie Zeit für den Patienten haben wollen. Das heißt, weniger was? Weniger Quantität, dass sie nicht weniger auf Quantität Patienten. Arbeiten, sondern dass sie mehr Zeit für den einzelnen Patienten haben.
Frau Minister, war eine spannende erste Runde. Ich habe es nicht anders erwartet mit Danke. Ihnen. Wir gehen in eine kurze Werbepause. Dann kommt überhaupt erst Ihr eigentlicher Job dran, weil eigentlich sind Sie ja Sozialministerin, wenn ich richtig informiert bin. Also ich, auch ich wenn bin Sie beides. Kaum dazu kommen. Ich bin beides. Das heißt, wir sind gleich wieder zurück mit der zweiten Version von Hartinger Klein, nämlich mit der Frau Sozialminister Hartinger Klein. Bis gleich. Fellner live. Worüber Österreich heute spricht, was unser Land bewegt. Fellner. Unabhängig, unparteiisch und wirklich kritisch. Fellner live. Beate Hartinger Klein, die Sozialministerin zum 12-Stunden-Tag der AUVA und der EU-Ratspräsidentschaft von Österreich. Ja, bei mir zu Gast heute die Ministerin, die derzeit Österreich bewegt, war nicht anders zu erwarten. Beate Hartinger-Klein hat das größte Ressort dieser Regierung, die größten Reformbrocken, geht jetzt sozusagen wirklich mit ordentlicher Kraft das alles an und ist zur Zielscheibe meiner Journalistenkollegen geworden, um es vorsichtig auszudrücken. Ja? Da kommt ja einiges auf Sie nieder, Sie stecken das weg wie nichts, nicht? Weil ich kenne Sie nur lächelnd und immer bestens gelaunt. Schauen das hält man wirklich aus, wenn man jeden Tag dem Shitstorm der Presse ausgesetzt ist? Ich bin nicht, sage ich einmal, der Presse ausgesetzt. Ich bin verantwortlich für die Menschen in unserem Land und das motiviert mich. Aber wenn Sie in der Früh die Zeitungen lesen, muss Ihnen ja schon schlecht werden eigentlich. Nein. Nicht? Das nehme ich nicht ernst. Sie nehmen das prallt an Ihnen das ab? Das prallt an mir ab. Ja? Nochmal, ich weiß, dass ich für die Menschen in unserem Land diesen Menschen dienen darf und das ist das Schöne an meinem Job. Und was die Journalisten schreiben, ist Ihnen wurscht? Glauben Sie immer den Journalisten? Ich nicht. Also Sie haben sich angewöhnt, dass Sie sagen, Sie lesen es zwar, aber Sie nehmen es nicht ernst. Alles lese ich nicht, also das wäre zu viel, also, aber natürlich lese ich manche Dinge. Jetzt könnte man dazu sagen, es gibt ja auch Dinge in Ihrem Job, die sind eigentlich völlig unbeschritten für Sie ein Riesenerfolg, auch wenn man nicht weiß, ob Sie dafür verantwortlich sind, der liebe Gott, die Konjunktur, aber fest steht, dass Sie derzeit ja wie ein Glückskind einem wirklich galoppierend positiven Arbeitsmarkt gegenüberstehen. Da passieren ja Dinge, die hätte sich ja Regierung Faymann vor 3-4 Jahren noch nicht zu träumen gewagt. Wir haben, glaube ich, -10%, -9,6% Arbeitslosigkeit. Früher wäre Minister für sowas, wenn das also Ihrem Vorgänger passiert wäre, der hätte, glaube ich, 17 Doppelsaltos geschlagen. Sie sagen nicht einmal Mut dazu, das müsste ja eigentlich gefeiert werden, oder? -9,6% Arbeitslosigkeit, das war in dem Land ja schon ewig nicht da. Worauf ist das zurückzuführen? Auf die Wirtschaftslage in Europa oder möglicherweise auf die Regierung vielleicht sogar, was ja Experten eher bezweifeln. Wie sehen Sie das? Es ist die Hochkonjunktur generell in Europa, also die darauf zurückzuführen ist, dass wir also natürlich weniger Arbeitslose haben. Und noch einmal, es ist Verdienst der Wirtschaft, wenn Sie so wollen, und jetzt nicht die Verdienst der Regierung. Natürlich schaffen wir Anreize auch für die Wirtschaft, aber letztendlich also ist es der gesamten wirtschaftlichen Situation in Europa und weltweit auch teilweise zu verdanken. Insgesamt haben wir 270.000 Arbeitslose. Das ist noch immer sehr, sehr viel. Ich kämpfe, sage ich einmal, um jeden einzelnen Arbeitslosen, dass der also wieder versucht wird, durch Qualifizierung, durch Maßnahmen einen Job zu kriegen. Das ist mir ein ganz großes Anliegen. Und wenn man Zahlen, was sagt man, 270.000, man darf nicht vergessen, ich vergleiche das immer, es ist die Stadt Graz, ja? Also 270.000, ich glaube, ein bisschen mehr hat jetzt die Stadt Graz, aber ungefähr. Ja. Also nur, dass man von der Größenordnung das auch weiß. Also das ist schon noch eine Menge. Und da zu arbeiten, hier entsprechende Qualifizierung zu bekommen für den einzelnen Menschen und die wirklich auch wieder in den Arbeitsprozess eingliedern zu können, das ist meine Aufgabe als Sozial- und Arbeitsminister. Es war ja früher Tradition, dass jeder Sozialminister gesagt hat, 90% meiner Arbeit sind der Kampf gegen die Arbeitslosigkeit. Hm. Das wird ja bei Ihnen weniger sein, schon alleine, wenn man bedenkt, was Sie alles am Hals haben. Aber da gehört ja, wenn ich das richtig mitbekommen habe, in den letzten Wochen auch eine Reform des AMS dazu, ne? Es gehört auch eine Reform des AMS dazu. Der Vorstand hat uns jetzt also auch ein Papier vorgelegt, also sprich jetzt dem Kanzler, dem Vizekanzler und mir. Und natürlich werden wir auch hier einige Maßnahmen setzen. Aber noch einmal, mir geht es darum, das sind ja teilweise Zustände, dass einem die Grausbirnen aufsteigen. Sie meinen diesen Bericht von der internen Revision, den es einmal gegeben hat.
Natürlich, das sind Herausforderungen, die der Vorstand jetzt angehen möchte, die wir angehen möchten. Und letztendlich gilt es darum, also wirklich jeden einzelnen Arbeitslosen zu schauen, in den Prozess wieder einzuziehen. Egal, also welche Qualifikationen er hat. Also hier sind Maßnahmen zu setzen, das tun wir auch. Wir haben entsprechende Programme, wir haben für die Langzeitarbeitslosen entsprechende Programme, das gehen wir an. Haben Sie Vertrauen zu den AMS-Chefs oder wird es da all along auch neue Direktoren, Chefs mit neuen Ideen geben? Sie wissen, ich habe die zwei Vorstände immer verteidigt. Sie wissen, von was sie reden, sie sind kompetent. Jetzt geht es darum, anhand des Papiers gemeinsame Maßnahmen zu setzen. Das möchte ich mit den beiden einmal angehen und dann werden wir sehen. Jetzt stehen wir einem völlig neuen Arbeitsmarkt gegenüber. Den kann man so angehen, werden wir dann gleich drüber reden, ja. Digitalisierung und so. Sie gehen den einmal mit Arbeitszeitflexibilisierung an. Das ist der erste Schritt dieser Regierung, ja. Nehme ich an. Das hat in einer Demonstration von 100.000 Österreicherinnen und Österreichern eingetragen. Ja? Also Sie haben es ja wirklich nicht leicht, wenn man das einmal so sagen darf. Jetzt haben Sie sogar 100.000 Gewerkschafter am Hals. Wie sind Sie denn auf die Idee gekommen, diesen 12-Stunden-Tag einzuführen? Es ist nicht der 12-Stunden-Tag, wir haben weiter regulär 8 Stunden, wie Sie wissen, und wir haben eine 40-Stunden-Woche und nicht eine 60-Stunden-Woche. Also das alles ist ja freiwillig. Ja? Und jeder, sage ich einmal, Arbeitnehmer, der sich vielleicht was schaffen möchte, möchte freiwillig, und betone freiwillig, auch gerne mehr arbeiten, und das muss möglich sein. Und wenn die Gewerkschaft demonstriert, vergessen Sie eins nicht, Herr Fellner, wie viel, sage ich einmal, Betriebsräte gibt es und wie viel werden durch die Gewerkschaft oder durch den Betriebsrat vertreten? Es sind nur 50% der Arbeitnehmer, der Rest nicht. Und die haben wir jetzt im Prinzip durch unser Gesetz geschützt, dass sie entsprechende Zulagen kriegen, dass sie entsprechend arbeitsfreiwillig, also die Überstunden also machen können. Das ist ja so alles festgelegt. Na, aber wem nützt Ihr 12-Stunden-Gesetz mehr? Den Unternehmern, die damit flexibler werden, mit dem Silicon Valley oder so mithalten können, oder den Angestellten und arbeitenden Menschen, die jetzt zwar vielleicht 4-3 Tage Wochenende haben, aber dafür halt 12 Stunden in der Firma sind. Wem nützt das? Es nützt profitiert beiden. Doch der Unternehmer mehr, muss ich. Nein, selber es, sagen, es, als Unternehmer. Es nützt beiden, es nützt ja. Natürlich den Unternehmer, aber es nützt auch dem Arbeitnehmer, weil er es ja freiwillig machen kann. Ja? Und wenn er es nicht will, dann muss er es nicht machen und es kann ihm nichts passieren. Ja, diese Freiwilligkeit, Frau Minister, die haben Sie ja nachgedoppelt, nicht? Die hat Ihnen dann ja der HC Stache dann noch einmal aufs Auge gedruckt. Sie hatten ja schon ein Gesetz, das war eigentlich fertig und da wurde dann noch einmal die Freiwilligkeit hineingedonnert. Die Freiwilligkeit war immer gegeben. Es wurde nur in den Erläuterungen genau definiert, was darunter zu verstehen ist, damit es ja keine Missverständnisse gibt. Und was ist jetzt darunter zu verstehen, damit es keine Missverständnisse gibt? Dass der Arbeitnehmer und die Arbeitnehmerin das freiwillig entscheiden können, ob sie einen 11.-12. Stunde machen oder nicht. Das heißt, der Unternehmer kommt und sagt, wir bräuchten das dringend. Ja, genau. Und der Arbeitnehmer sagt nein und dann? Nein. Ja, dann passiert es nicht. Dann ist nichts. Dann ist nichts. Dann muss der nicht das und machen. Und das sagt er jetzt dann 8 Mal hintereinander und dann? Dann wird der Arbeitgeber das zu akzeptieren haben, weil es steht im Gesetz so. Verstehe. Also dann hat der Pech gehabt. Der Arbeitgeber hat Pech gehabt. Richtig. Das heißt, der muss sich dann was einfallen lassen, dass seine Mitarbeiter auf eine Freiwilligkeit oder muss halt andere Mitarbeiter zusätzlich einstellen, was auch immer. Und wer überwacht die Freiwilligkeit? Der Betriebsrat oder wer passt da auf, dass die Freiwilligkeit dann auch Freiwilligkeit ist? Einerseits kann es der Betriebsrat machen, andererseits der Arbeitnehmer selber. Naja, weil er wird sie ja nicht selber überwachen, entschuldige. Nein, das nicht, aber er kann sich entscheiden, ob er es tut oder nicht. Ja. Und Sie glauben wirklich, dass das funktionieren wird? Ich bin überzeugt, dass das funktioniert. Es gibt andere Staaten, also wo das auch funktioniert hat. Warum soll es bei uns nicht funktionieren? Das heißt, Sie glauben dann mit spätestens Weihnachten werden Sie Pussy-Pussy bekommen von den Arbeitnehmern und nicht mehr Demonstrationen, wo man ihnen Pflastersteine vor die Tür legt. Ich glaube, die Arbeitnehmer und die Arbeitnehmerinnen wissen das, also was das Sache ist und nicht, also, dass es generell üblich ist, dass jetzt ein 12-Stunden-Tag kommt. Wir haben den 8-Stunden-Tag. Jetzt darf man sagen, warum braucht man diese Arbeitszeitflexibilisierung, wenn eh alles so in Butter ist mit der Arbeitslosenentwicklung? Weil offenbar brummt ja unsere Konjunktur.
Man braucht eine Arbeitszeitflexibilisierung, um gewissen Beschäftigungsformen auch angewiesen zu sein. Denken Sie jetzt, ich hatte gerade die Sozialminister, also hier in Österreich, im Rahmen der Ratsvorsitzenden, weil sie so wenig zu tun haben. Jeder Minister hat einen Ratsvorsitz. Ja, genau. Ich habe zwei Ratsvorsitze, eben im Gesundheit- und im Sozialbereich. Ja. Und die Sozialminister, da haben wir das Thema, also im informellen Rat, wie es so schön heißt, Digitalisierung diskutiert. Und das sind halt neue Herausforderungen in Beschäftigungsformen, die wir angehen müssen. Früher war es die Industrialisierung, jetzt ist es die Digitalisierung. Wir werden neue Beschäftigungsformen bekommen, darum wie beispielsweise Plattformen. Ja? Darum geht es. Genau. Sie haben jetzt ja sozusagen das Kind beim Namen genannt, weil in Wahrheit geht es natürlich um die Frage, kann Österreich bei der Digitalisierung mithalten oder nicht? Derzeit muss man sagen, nicht. Der Herr Bundeskanzler ist ja gerade auf Nachhilfekurs in Montana, um sich dort ein bisschen was erklären zu lassen von den Silicon Valley-Chefs. Sie haben nicht vorgehabt, nach Montana zu fahren. Habe ich keine Zeit bei dem großen Ministerium. Aber durch den EU-Ratsvorsitz sind Sie natürlich mit dem Thema Digitalisierung voll konfrontiert. Was heißt das eigentlich für uns? Ich meine, wir sind ja da meilenweit zurück als Europa. Jein, würde ich nicht so also generell sagen. Wir haben sehr gute Universitäten beispielsweise, die sich mit Robotik auseinandersetzen. Da ist zum Beispiel Sioneum Research oder die technischen Universitäten in Österreich sehr maßgeblich also beteiligt. Also wir haben schon Vorzeige Wissenschaftlern und auch Projekte. Durch die Digitalisierung werden sich aber die Arbeitsformen verändern und da müssen wir als Sozialminister auch gewappnet sein. Die Technik schreitet so schnell voran, dass es wir nicht hinten nach sein dürfen. Schauen Sie sich also die Plattformworker an oder die Plattformmitarbeiter. Dazu gehört Uber, sagt Ihnen sicher was, oder Foodora. Ja? Das sind ganz neue Beschäftigungsformen und hier muss ich also auch schauen, als Sozialminister diese zu schützen. Wo man ja kein Produkt mehr macht, sondern nur noch vermittelt. Genau. Und das sind die Herausforderungen für alle Sozialminister in Europa, hier, Standards und sozialen Schutz zu liefern. Das heißt, Sie wollen sozialen Schutz für durch die Digitalisierung besonders betroffene Betriebe. Natürlich, nicht? Natürlich, auch das da fordern ist meine Sie Aufgabe. Auch eine Budgeterhöhung, wenn ich das richtig Das ist richtig, das Sozialbudget, also das gesamte EU-Budget, die sozialen Investitionen machen derzeit nur 0,3% aus. Und alle Sozialminister waren der Meinung, dass man hier mehr Geld investieren soll, einerseits in die Qualifizierung. Wir haben ein lebenslanges Lernen, das notwendig ist. Das heißt, ich muss von klein an anfangen, mit Digitalisierung zu beschäftigen. Aber das ganze Leben, weil eben der Fortschritt so schnell ist. Also deshalb ist es eine ganz neue Herausforderung für uns alle. Das heißt, Frau Minister, ich fasse es nicht, aber Sie werden jetzt auch noch unsere Digitalisierungsministerin. Nein, das fasse ich mir nicht an. Weil Sie so wenig für Digitalisierung zu tun haben. Aber eigentlich ist die Wirtschaftsministerin schon im weitesten Sinn, oder? Es ist ein Thema, was ich auch, die Sozialministerin und natürlich auch Gesundheitsministerin. Wir müssen da jetzt Gas geben. Wir müssen da Gas geben und es ist auch ein Zug der Zeit. Ja? Und ich wäre, nicht die richtige Politikerin, wenn ich nicht mit solchen Zukunftsthemen auch mich auseinandersetzen. Aber Sie sehen das Digitalisierungsthema eher aus der Sozialperspektive, also eher aus der Schutzperspektive, nicht jetzt aus der Perspektive noch mehr Arbeitszeitflexibilisierung oder so. Also das Digitalisierungsthema stehe ich als Sozialministerin auch als Schutzperspektive, weil für mich neue Beschäftigungsformen zukommen und das ist meine Aufgabe als Sozialministerin. Es ist ja die EU, habe ich jetzt gelesen in diversen Artikeln, ja auch schon in Richtung Artificial Intelligence, also sozusagen künstliche Roboterintelligenz und so, das spielt ja da alles hinein. Ne? Ja. Das gehört alles bereits jetzt zu dem, was Sie hier in der EU-Ratspräsidentschaft weiterentwickeln wollen. Die Deutschen wollen ja da in diesem Halbjahr bereits sozusagen, dass die EU hier eine neue führende Rolle übernimmt. Die Robotik spielt eine ganz, ganz große Rolle auch. Hier, die kollaborativen Robotern, wie es so schön heißt, also die zusammenarbeiten mit den Menschen. Hier werden auch also neue Formen ausgestellt und auch da gilt es also den Menschen im Mittelpunkt zu stellen und nicht also die Technik. Ja? Auch das wird eine Herausforderung. Herr Minister, wir gönnen Ihnen erstmals an diesem Tag eine kurze Pause. Ja? Wir gehen in eine kurze Werbepause und da muss ich Sie fragen, wie halten Sie das ohne Pause überhaupt aus? Ja? Wie geht das überhaupt, dass man diesen Job so ausübt, wie Sie das machen, diese vielen Ämter, die Sie gleichzeitig haben, diese vielen Reformen, dann jetzt noch die Ratspräsidentschaft dazu. Wie schafft man das? Wir sind gleich wieder zurück. Fellner live. Worüber Österreich heute spricht, was unser Land bewegt. Fellner. Unabhängig, unparteiisch und wirklich kritisch. Fellner live.
Beate Hartinger-Klein, die Sozialministerin zum 12-Stunden-Tag der AUVA und der EU-Ratspräsidentschaft von Österreich. Ja, erstes Fellner live in dieser Woche und gleich ein besonders spannender Gast. Beate Hartinger-Klein heute bei uns zu Gast. Die umstrittenste, meistdiskutierte Ministerin dieser Regierung. Man wirft ihnen vor, dass sie viel zu selten Interviews geben und dass das dann immer als Katastrophe endet. Ich habe nicht den Eindruck, ich kriege sie immer, wenn ich sie zu einem Interview brauche. Ja. Und von Katastrophe keine Rede, soweit ich das bis jetzt beurteilen kann. Im Gegenteil, ich frage mich immer, wie ist es möglich, dass Sie so gute Laune haben, Frau Minister? Weil ich erstens von Grund auf optimistisch bin. Zweitens noch einmal, das Schöne ist, an meinem Job für den Menschen dienen zu dürfen und mir einfach also mein Job Spaß macht, trotz der vielen Herausforderungen. Ja, aber jetzt kriegen Sie den ganzen Tag Watschen in der Früh von den Journalisten, am Vormittag von der Gewerkschaft, dann von der Ärztekammer, dann von der AUVA etc. Und trotzdem blühen Sie auf in den Job. Schauen aus, als würden Sie gerade von Mallorca kommen. Das leider inklusive nicht. Dieser wunderschönen Blumenhalskette. Das leider nicht. Ja? Ich komme also nicht mehr so von irgendeinem Urlaub. Da kann ich mir vorstellen, dass sich das derzeit nicht ausgeht. Geht sich überhaupt der Urlaub aus von Ihnen? Also Ihnen? Ich gönne mir jetzt eine Woche. Eine Woche. Aber mehr wird da leider nicht wohin? Drinnen sein. Das werde ich nicht verraten. Aber es ist in Österreich. Ist das schon wieder ein Geheimnis? Es ist in Österreich. In Österreich. Aber nur eine Woche Urlaub und dann geht es schon wieder weiter. Genau. Naja, und Sie haben mein großes Ministerium ist das nicht sehr viel mehr. Sie haben keinerlei Konditionsprobleme, Sie fallen nicht in Ohnmacht wie der Kollege Hofer oder so? Noch nichts davon? Nein. Bitte? Nein, ist mir noch nicht passiert. Und das ist wirklich, das muss ja mindestens ein 16-Stunden-Tag, wenn Sie da jetzt auch noch den EU-Rat haben, das alles lesen müssen, das muss man ja alles lesen. Ja? Also nicht nur so, dass man dorthin fährt, da richtig. Muss man sich ja vorbereiten. Ja. Ich meine, wie schaut Ihr Tag aus? Wie viele Stunden ist das derzeit? Ja, es wird also schon so 16 Stunden sein, also das ist locker. Und das inkludiert Samstag, Sonntag oder haben Sie die frei? Nein, da habe ich auch nicht frei, also da muss ich mir dann ja wirklich vorbereiten und die längerfristigen Themen also mir anschauen und so weiter oder zu irgendwelchen Veranstaltungen auch manchmal also gehen. Also Sie fallen unter sämtliche Schutzbestimmungen, die in Ihrem Ministerium erarbeitet werden. Ich habe Spaß gesagt, also ich habe nicht den 24, ich sage, der Tag muss für mich 48 Stunden haben, weil 24 Stunden reichen nicht mehr. Wie lange schlafen Sie eigentlich? Ja, 4-5 Stunden. 4-5 Stunden, ja. Der Rest ist Arbeit? Der Rest ist Arbeit. Tatsächlich? Ja. Tatsächlich. Bis zum Einschlafen. Also ich spreche mit meinem Mann, weil der Er hat übrigens heute Geburtstag. Der bereut bereits, dass Sie das Minister haben. Nein, er steht hinter mir. Ja? Aber ansonsten arbeiten Sie bis auf 4-5 Stunden Schlaf durch, ja, 7 schon, Tage schon. Die Woche. Also essen tue ich auch noch. Um dieses Pensum zu schaffen. Essen tue ich auch noch und ein bisschen Yoga und autogenes Training auch. Also Yoga ist dabei. Man dachte, irgendeinen Trick müssen Sie haben, dass Sie das alles so wegstellen. Absolut muss ich. Ja? Frau Minister, ganz zum Schluss noch. Da sind ja einige Brocken, die bei Ihnen noch liegen für den Herbst. Da ist einmal als erstes die Mindestsicherung. Kommt die nicht? Weil ja, da haben Sie ja schon einen Anlauf unternommen, da haben diverse Ihrer Parteikollegen einmal so Bröckchen hingeworfen, der eine mal eine Zahl, der andere mal irgendwie, wie viel da Sachleistung sein soll und so. Da kommt von Ihnen ein Entwurf. Ja. Und zwar wann, wenn ich fragen darf? Im Herbst, das wird gemeinsam mit dem Arbeitslosengeld neu. Also das möchte ich gern gesamtheitlich betrachten und gesamtheitlich durchrechnen. Also es kommt eine Mindestsicherung, ja. Es kommt ein Arbeitslosengeld neu. Ja. Und beides tritt dann auch mit 1. Jänner in Kraft? Das wird auch mit 1.1. in Kraft. Auch mit 1.1. Ja. Puh, also das... Sie haben aber schon noch den Überblick, was Sie ich alles da referieren. Ich habe noch den Überblick, ja. Gut. Keine Sorge. Also das heißt, die Mindestsicherung kommt im Herbst neu. Ja. Und da wissen Sie schon, was da gemacht werden wird? Oder da sind Sie noch im Bewusstseinsfindungsprozess? Da sind wir noch also entsprechend analysieren. Und damit, sage ich einmal, ja nicht irgendwelche Herausforderungen für manche kommen. Weil da müssen wir es einerseits zwischen den Ländern ausgleichen, genau. Die ja jedes genau. Land eine andere Regelung genau. hat. Genau. Und natürlich auch genau. den Betroffenen und den Bundesregelungen und den diversen verfassungsrechtlichen Bestimmungen. Das sind, sag ich mal, sehr das heißt, viele Variablen. Da tanzen die Sie ja durch sämtliche Fettnäpfchen genau. durch, die diese Republik zu bieten hat. Ne? Und damit ja nicht noch ein Fettnäpfchen passiert, schaue ich mir das ganz genau Schaut an. Schaut sich das an ja. und wollen jetzt noch nicht darüber genau. reden. Genau. Aber fest steht, das Ganze wird deutlich hinunternummeriert. Und soll eine klare Richtung haben, nämlich die Leute, die lange gearbeitet haben, kriegen nach wie vor eine volle Mindestsicherung. Genau. Diejenigen, die neu nach Österreich kommen,
kriegen eine sehr amputierte Mindestsicherung, wo eigentlich bargeldmäßig kaum was überbleiben wird, wenn ich das richtig verstanden habe. Also zum Leben ja, man wird leben können, aber unser Ziel ist es... Wenn man von 150 Euro leben kann, dann die, ja. Ja, wenn man die Wohnung auch noch bekommt, also dann sicher. Wichtig ist, dass die, die eingezahlt haben, die geleistet haben, die sollen auch was mehr bekommen. Das ist das Ziel der Regierung. Genau, aber das eigentliche Ziel der Regierung ist ja, dass diejenigen, die neu zu uns kommen, vielleicht nur wegen der Mindestsicherung kommen, dass die weniger kriegen, oder habe ich das missverstanden? Es soll natürlich kein Anreiz geschafft werden, dass es einen Zuzug also kommt. Das heißt, Sie müssen ja eine Mindestsicherung schaffen, die klarstellt, dass Asylsuchende hier nicht mehr ein Paradies vorfinden, genau, um jetzt in der FPÖ-Sprache zu bleiben. Leisten müssen. Sie müssen Deutsch lernen, sie müssen den Wertekurs unterschreiben und sie müssen sich qualifizieren für einen Job. Das da werden Sie aber dann nicht mehr die Ministerin der Herzen, sondern da werden Sie dann Mrs. Rambo. Nein, ich würde nicht sagen Mrs. Rambo, sondern ich würde sagen, also mit Konsequenz, also die Menschen auch einen Sinn zu geben, weil letztendlich bedeutet Arbeit auch Sinn. Ja, aber das macht Ihnen nichts aus, dass Sie da doch sehr vielen dann nach Österreich kommenden Flüchtlingen die Mindestsicherung inklusive der ihrer Kinder komplett zusammenslashen? Na, es geht ja darum, dass ich also auch den Asylberechtigten also dann die Möglichkeit schaffe, sich entsprechend in Österreich zu integrieren. Und das ist der Punkt. Schon, aber zunächst einmal werden die ohne Geld leben müssen, nicht? Soweit ich das beurteilen kann, ohne die Geld ersten Entwürfe. Ist falsch. Sie werden natürlich Euro also Geld zum Leben bekommen, ja, aber nur so viel, also wissen, wie es nötig ist. Also das wird durchgezogen? Das wird durchgezogen, ja. Auf FPÖ-Linie? Auf Regierungslinie. Das Arbeitslosengeld neu wird ja auch durchgezogen, das heißt die Notstandshilfe wird abgeschafft. Auch das steht im Regierungsprogramm, aber es wird die Frage, sein, wie das abgeschafft wird. Diese Mindestpension wird auch kommen im Herbst, weil die steht ja auch noch auf Ihrer Agenda. Die steht auch auf meiner Agenda. Das ist auch, und das ist auch ganz klar, also, dass das geregelt wird. Ja. Das werden die berühmten 1200 ja Euro sein, oder müssen schon, Sie dann noch... Nein, das ist ja schon beschlossen, das ist auf Schiene, mhm, und das wird es natürlich geben. Und sowas wie ein Mindestgehalt, was ja auch Teil des FPÖ-Wahlkampfs war, sowas wird auch kommen oder das nicht? Nur soweit es im Regierungsprogramm steht. Und wie weit steht es im Regierungsprogramm? Da also bin ich mir jetzt im nicht Detail, ganz sicher. Also steht es nicht genau drinnen, also was das bedeutet. Aber an dem, das kommt in diesem Jahr nicht, das nehmen Sie sich dann für nächstes Jahr vor, weil sonst wird Ihnen ja Fahrt mit der ersten Jahren. Wollte ich gerade sagen. Weil also wenn das alles wegfällt, wüsste ich gar nicht, was Sie im nächsten genau Jahr tun sollen. Sonst kommen Sie ja nur noch zum Yoga, wenn das so weitergeht. Nein, dann also, habe ich mehr Zeit für Interviews. Genau. Aber Frau Minister, das heißt, da steht auch noch ein heißer Herbst für Sie bevor. Ja, ja, natürlich. Das heißt, eine Mindestsicherung wird in allen Details daherkommen. Da wird es wieder viel, viel Aufregung geben, weil die Hälfte des Landes wird es wahrscheinlich verfassungsrechtlich nicht für in Ordnung halten. Die Wiener werden gegen Sie amok laufen, das wissen Sie, ist Ihnen wurscht, oder? Es ist mir nicht wurscht, aber ich sage immer, ich lebe damit, dass natürlich gewisse Veränderungsprozesse auch gegen Wien Aber da haben wir ja schon ein paar Mal drüber geredet. Die Situation in Wien halten Sie ja für eine Katastrophe. Ne? Das kann man, glaube ich, ja ganz offen sagen. Da war der Anreiz besonders groß, also natürlich Asylberechtigte, also den Zugzug zu bekommen. Also das wird ja in der Form dann ab 1. Jänner nicht mehr der Fall sein, weil Wien wird sich unterordnen müssen der gesamten Es wird einen Rahmen geben, einen Rahmen. Anders ist es verfassungsrechtlich nicht möglich, verstehe. Wo dann natürlich gewissen Spielraum für die Länder auch bleibt. Das heißt, dass, da haben Sie sich schon bewusst eine Lösung überlegt, die ja verfassungsrechtlich möglich ist. Das heißt, es wird ein Rahmen sein und in diesem Rahmen wird es einen Spielraum für die Länder genau geben. Das heißt, Niederösterreich kann nach wie vor etwas anders sein als Wien, nur nicht mehr so krass. Genau. Also der Unterschied wird nicht mehr sein Himmel und Hölle, sondern beide sind irgendwo zwischen Paradies und Fegefeuer genau angesiedelt. Genau so ist es. Ja? Frau Minister, wie geht denn das jetzt weiter im Herbst? Sie sind nach wie vor voll der Tatenkraft. Auch der EU-Ratsvorsitz kratzt auch Sie überhaupt nicht? Nein, also ja? Im 10. September habe ich den Das ist ja Wahnsinn, Sie haben ja auch noch zwei EU-Rats. Ja. Ich glaube, das haben Sie sich ja seinerzeit bei dem Ressort gar nicht überlegt, dass dann auch noch zwei EU-Ratsvorsitze dazukommen. Das war ja vermutlich eine besonders positive Überraschung, oder? Überraschung, ja. Ich meine, das ist natürlich eine zusätzliche Herausforderung, aber es ist schon sehr spannend, die unterschiedlichen Systeme auch kennenzulernen in den einzelnen Mitgliedstaaten. Mhm. Und man lernt da auch wieder.
Man lernt da so andere Best-Practice-Beispiele. Also ich finde das schon sehr spannend. Das heißt, es macht Ihnen einen Riesenspaß, so wie Sie da sind. Ja? Und Sie sind nach wie vor Ministerin der Freude zumindest. Das ist richtig und ich lasse mich von den Journalisten nicht unterkriegen. Und Ministerin des Lächelns. Genau. Ja. Frau Minister Hartinger-Klein, ich danke vielmals fürs Kommen. Ihnen. War wie immer ein Vergnügen, mit Ihnen zu reden. Das ist immer besonders erfreulich, weil Sie so eine positive Ausstrahlung haben. Ich weiß nicht, kommt es vom Yoga oder von der Arbeit? Das weiß so ich oder nicht. So. Jetzt werden wir aber gleich den Maxi Kraus, den Sie ja kennen, aus Ihrer Partei und die Julia Herr, die ja da diese 100.000 Menschen-Demo gegen Sie mitorganisiert hat, über ihr Interview diskutieren lassen und über die Frage, sind Sie eine Ministerin der Schmerzen oder eine Ministerin der Herzen? Okay. Ja? Sie bleiben dabei Ministerin der Herzen, richtig? Absolut. Gut. Frau Minister, danke fürs Kommen ich und eine Ihnen. Schöne Urlaubswoche wünsche ich Ihnen, auf dass Sie jeden Tag genießen würden. Wir gehen in eine kurze Werbepause und dann kommen die zwei Angesprochenen und sollen sich einmal ordentlich über die Frau Minister Hartinger und ihre Politik streiten. Maxi Kraus von der FPÖ, wortgewaltig, hat er gerade sich mit dem Bundespräsidenten angelegt. Julia Herr, die legt sie überhaupt mit allen an, inklusive ihrer eigenen Partei. Und die zwei diskutieren darüber, ist das eine Regierung der sozialen Kälte oder eine Regierung der sozialen Reform? Wir sind gleich wieder zurück.